Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager wird präsentiert von Sonntler TV, Reisebüro Lutz Hoffmann, zu Finn in Riesa, Meißen und im Elbepark Dresden, sowie online unter dynamo-urlaubspartner.de. Kühe auf saftigen Wiesen, neugierige Ziegen, Pferde und der Walchsee umrahmt von einer eindrucksvollen Bergkulisse. Während die Profis der SGD im Tal die erste Trainingseinheit des Tages absolvieren, herrscht einige hundert Meter weiter oben eine sommerliche Alpenidylle. Hier auf dem zahmen Kaiser haben 16 junge Dynamo-Fans heute Wandertag. Ja, also ich bin Richard, bin 17 Jahre alt, komme aus Waldheim. Ich heiße Miriam, bin 18 Jahre alt, jetzt seit ein paar Monaten erst. Ja, ich bin Lisa, ich bin 19, komme aus Dresden, wohne jetzt aber in Hamburg. Also ich bin der Ben, ich bin 18 Jahre alt, komme aus der Nähe von Bautzen und gehe seit 2011 zu Dynamo. Ich bin Judith, ich bin heute 20 geworden. Ja, also ich bin die Sarah, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Weinböhler und ich bin eigentlich schon seit Geburt an dabei, weil meine Mutter mich dort einfach mit reingezogen hat. Erstmalig konnten sich in diesem Jahr Vereinsmitglieder im Alter von 16 bis 20 Jahren für die Teilnahme an einer Gruppenreise in Dynamos Trainingslager bewerben. Die glücklichen Gewinner haben nun ein paar Tage lang die Möglichkeit, in Österreich gemeinsam Urlaub zu machen. Wir wollten ein junges Publikum anschreiben, zwischen 16 und 18. Gemischte Gruppe Jungs und Mädchen, um natürlich den Jungs und Mädchen in jungen Jahren schon die SGD nahe zu bringen, zeigen, wie das Vereinswesen so funktioniert, was eine Gemeinschaft ist. Und so haben wir das Programm auch ausgelegt. Für die Jugendlichen ist der Aufstieg erst einmal geschafft. Auf rund 1000 Höhenmetern gibt es kurz Zeit zu verschnaufen und die Gelegenheit, das eine oder andere Erinnerungsfoto zu schießen. Neben der Wanderung stehen für die Gruppe noch zahlreiche andere Aktivitäten auf dem Programm. Ja, also gestern erstmal die lange Busfahrt, dann in Ruhe ankommen, dann sind wir direkt erstmal in den Pool bei uns gesprungen, haben eine Runde Wasserball, Volleyball gespielt. Und dann abends haben wir so eine Dokumentation geguckt, das war echt sehr interessant. Gestern haben wir relativ entspannt gemacht, haben gebadet, haben Abend ausklingen lassen. Heute sind wir auf den zahmen Kaiser gewandert. Ja, es ist sehr schön, vor allem die Natur, sehr viel Grünflächen, die Seen sind schön. Wir gehen ja dann noch baden, dort gibt es Hüpfburgen auf dem Wasser, darauf freue ich mich persönlich selbst sehr. Ja, also ich bin dann traurig, wenn es zu Ende ist. Ja, mein Highlight ist, glaube ich, wie von vielen hier der Mannschaftsabend, aber ich finde auch, dass das drumherum super organisiert ist und auch in der Freizeit haben wir in der Unterkunft total viel Beschäftigung. Wir waren gestern super lange im Pool, haben dann Volleyball und Fußball gespielt und ja, hier wird einem nicht langweilig. Schon gar nicht bei der Abfahrt von der Mittel- zur Talstation, denn die verbleibenden Höhenmeter geht es vom zahmen Kaiser runter mit dem Sommerrodel. Auf zwei nebeneinander laufenden Bahnen können die Jugendlichen auf über einem Kilometer kurven- und actionreich um die Wette fahren. Richtig geil, ja. Hier toll. Also einmal die Landschaft natürlich, aber auch die Menschen, die sind super toll hier, alles super nett und wir funktionieren auch gemeinsam sehr gut, wir verstehen uns alle. Wir haben uns jetzt alle erst kennengelernt, aber es passt sehr gut in der Gruppe. Wir sind 10 Jungs, wenn ich es richtig im Kopf habe, und 6 Mädels, aber wir haben uns alle jetzt schon echt gut zusammengefunden, also wir verstehen uns auch alle super und es ist richtig schön. Wir haben rausgefunden, ich komme mit einer anderen, wir sind gerade beide in Hamburg, so, das ist ganz lustig, also Gemeinsamkeiten. Und ist eine coole Truppe, aus ganz Sachsen verstreut, aber trotzdem alle super nett und passen alle gut zusammen. Ich finde auch, alle sind super cool drauf. Da wir auch alle im gleichen Alter sind, sind da total viele Schnittmengen, was die Interessen angeht. Vielleicht auch über Dynamo hinaus und ja, ist eine sehr gute Atmosphäre. Anschließend steht ein weiterer Höhepunkt an. Der Besuch von Dynamos zweiter Trainingseinheit des Tages. Hier sind die Jugendlichen ganz nah dran an den Profis und können beobachten, auf welche Inhalte Cheftrainer Markus Anfang mit seinem Team den Fokus legt. Jetzt sind wir natürlich hier beim Training und es macht sehr viel Spaß zuzugucken. Wir freuen uns dann natürlich auch alle auf den Mannschaftsabend noch gemeinsam, das Ganze ein bisschen ausklingen lassen. Das wird bestimmt schön, also Fotos werden dort auch noch entstehen, nehme ich an. Und Einzelunterschriften werden bestimmt auch noch gesammelt.